dein Radio, nicht wahr? Stelle es in den Ruinen auf den unteren Frequenzbereich ein und du wirst die Interferenzen hören. Folge dem Signal bis zu einem Runner. Dann musst du nur noch nicht draufgehen. Ich sage es dir ganz offen. Deine Chancen stehen schlecht. Aber wenn du es schaffst, denk an das Serum. Ich brauche es dringend. Ich hoffe wirklich, dass du findest, wonach du suchst. Okay, das war es. Das war das leuchtende Meer. Wir haben Virgil gefunden. Der hat hier eine hübsche Höhle. Und jetzt müssen wir anscheinend einen Runner kaputt machen. Oh, wir können das Terminal benutzen. Oh, ein Heftchen. Perfekt. Buh. Energiewaffen verursachen dauerhaft 5% mehr kritischen Schaden. Nice. Hoffentlich ist das Lesen unserer Zeit wert. Das ist es, liebe Kate. Boah, und der Ölkanister wäre es auch. Aber dem will ich echt nicht alles klauen. Was hat denn hier für ein Terminal? Das können wir noch machen. Protokolleintrag 1. Halbe altes Terminal im Werkstatt gefunden, musste repariert werden, läuft jetzt schwer zu tippen, Finger zu groß. Suche noch immer Material für Serum, letzte Hoffnung. Material schwer zu finden, leuchtendes Meer zu mitgenommen von Krieg. Habe Folgen nicht vollständig bedacht, habe nur an Überleben gedacht. Sicher vor allein, die mir folgen wollen. Sicher von allen, wahrscheinlich. Vielleicht können die Leute im Krater helfen. Geistig instabil, aber offensichtlich immun gegen Strahlung. Holdren würde sie lieben. Ist es jetzt vertippt oder nicht? Hoffentlich haben sie eine größere Tastatur. Kindesatoms können nicht helfen. Brauchen auch verzweifelt Material, sind aber zu stolz, es zuzugeben. Verliere gelegentlich Gefühl in Gliedmaßen, kurze Erinnerungslücken. Versuche positiv zu bleiben, aber wenn Zustand weiter schlechter wird, muss Serum bald produzieren. Ach, der wird immer mehr zu einem Supermutanten. Kann das Serum hier nicht herstellen, habe keine Werkzeuge, Hände zu ungeschickt für komplizierte Vorgänge, tippen wird schwieriger, macht mich wütend. Komme nicht mehr rein, um ursprüngliche Serumprobe zu holen, muss in Erwägung ziehen, dass mein Zustand dauerhaft sein könnte. Und eine Scheinwerferstörung, die lassen wir mal an. So, okay. Der hat hier einen Protektor-Wächter und naja. Zwei Geschütze. Man könnte es etwas besser absichern mit ungefähr dem Sechsfachen. Aber der hat die wohl selber zusammengebastelt, der gute Virgil. Warum der allerdings abgehauen ist, das weiß ich auch nicht so genau. So, das heißt, unsere Mission ist, das ist der Aufklärungsbunker, zum MIT zu gehen. Eine Nachricht von Vortec. Das machen wir dann alles später dahin. Gut, zum Glück haben wir schon ziemlich viel erkundet, also da kommen wir überall schnell hin. Aber einmal nach Sanctuary. So, Level 42. Das ist doch nicht schlecht. Boah, ich glaube, diese Woche wird im Süden von Deutschland richtig schönes Wetter. Das freut mir nicht so sehr, weil ich leider Spätschicht habe. So, Leute, schaut dann ab und zu mal in den Newsfeed rein. Da gibt's ein paar Sachen, die euch eventuell interessieren könnten. Oder in die Information. Ich hau heute mal Streamzeiten rein, damit ihr Bescheid wisst, wann ich denn so am Stream bin. Wenn es euch natürlich interessiert, wenn nicht, dann natürlich nicht. So, was wir hier noch kurz machen, ist uns umziehen. Wir haben das leuchtende Meer erledigt. Das heißt, wir ziehen einfach mal die Polizisten-Sonnenbrille an. Und das war's. Oh yeah. Einfach mal so rumlaufen, das wäre doch... Hauptsache übelst den Sixer. Ich habe ihn eigentlich ein bisschen dicker gemacht, aber okay. So.
Gut. Dann ziehen wir den mal wieder an. Zack, 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 zack. So, und weiter. Das muss gehen. Jo, so. Okay. So, okay, also dann. Den haben wir vergessen. Des Duellanten, den lassen wir mal. Den Schaden durch Supermutanten, die zwei müssen wir abgeben. Der Getarnte. Oh, mal schauen, wie stark man den machen können. Wo haben wir denn den? Linkes Bein, wo haben wir denn den? Hier. Laminiert. 10, 11. Er ist leider etwas schlechter. Trotzdem. Es ist einfach zu gut. Körperteilschaden, waffenlosen Schaden, Nahkampfschaden. Gut, dann nehmen wir mal die Tragekapazität mit. Auch wenn der etwas schlechter ist. Wo haben wir denn den? Aber es ist einfach getarnt. Und wie viel? 14, 14, 10, 10, 11. Die paar, dafür, dass man die Fähigkeit unsichtbar bekommt, würde ich mal sagen, ist es wert. Okay, dann einmal kurz hier rein. Wo sind hier? Hier sind die Armeeuniformen. Einmal zu den Closes. Da kommt der Chemikalanzug wieder rein. Das hier und das hier. Und das hier. Und das hier. So. Die habe ich. Wir sind hier hingekommen, das Sanctuary Hills. Ich habe ihr den Sessel hingesetzt, habe dieses Ding und das Radio aufgebaut. Und sie hört nicht auf, Party zu machen. Mama Murphy ist der Herz der. Aufgepasst. Na, Party Hanks kann man ja nicht sagen. Sondern eher. Oh, sie hat gar nichts dabei. Okay. Party Maus. Jemals gesehen habe. So. Schrotttechnisch haben wir alles drin. Mal sehen, was wir denn noch hier haben. Kleidung, Waffen, irgendwas Neues. Nein, nein. Das ist tatsächlich alles hier die Hilfsmittel, glaube ich, die das so schwer machen. Was haben wir denn da alles da? Übelst viel zu essen, glaube ich. Mentats, ziemlich viele. Nuke Cola. Skorpionfleisch. Na, ich glaube, ein bisschen Essen loswerden wäre vielleicht nicht schlecht. Ah, Kochen ist ja auch hier vorne. Oh. Ich finde den Eingang von Sanctuary Hills so cool. Mit den zwei Löwen. Aber das wird alles noch hergerichtet. So. Und das ist nichts zum Kochen, sondern hier. Okay. Ein Steak. Das Eieromelett lassen wir mal. Mutantenmüller-Königin-Steak. Eieromelett. Stechflügerfilet. Todeskrallenfilet. Aber das ist wirklich zurzeit zu viel zu essen. Das ist ein bisschen viel, da müssen wir mal kurz ein bisschen noch in unser Haus, was ziemlich madig ausschaut noch. Ich glaube, wenn wir es durchgespielt haben, dann baue ich hier mal einfach ein bisschen an Sanctuary Hills rum, damit das hier richtig hübsch ausschaut. Wer war das? Was machst du hier in meinem Haus? So, und ich glaube, hier habe ich was zum Ablegen.
Okay, Hilfsmittel, aufbereitetes Wasser können wir, glaube ich, mal zum Beispiel achtmal ablegen. Ein Steak. Blut. Blähfliegenfleisch. Buffout. Auch 10 Stück. Die könnten wir eventuell gut verkaufen, haben wir nämlich richtig viele. Geröstetes Murlockfleisch hauen wir auch mal 5 rein. Den Hirnpilz komplett. Die Haarblume komplett. Jet lassen wir mal drin. Die Köterkeule lassen wir auch drin. Den leuchtenden Pilz machen wir rein. Medics machen wir auch mal ein bisschen rein. Hier 5 Stück. Mentats auch wieder 10. Das Eieromelett hat nicht so viel Gewicht, aber dieses Königin-Steak schon. So, die Mutabeere auch. Mutanten Hundekeulen können wir auch mal 2 reinmachen. New Cola. Psycho-Jet, das lassen wir drin. Das brauchen wir eventuell. Red Skorpionfleisch machen wir komplett rein. Das Steak nicht. Was machen wir denn mit dem Ei? Erstmal ablegen. Red X. Auch ziemlich viel. Davon machen wir mal 25, 28 rein. Red Away auch ein paar. So, einfach nicht so viel Gewicht, aber ein bisschen das Ribeye Steak. Schmutziges Wasser machen wir mal auch 4 rein. 3 halt. 181 Stimpak. Also langsam müssen wir es, glaube ich, nicht mehr so viel zu essen machen. Ein Todeskrallensteak, da machen wir auch 4 rein. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz und noch ein bisschen von dem Blut. So, kann ich das irgendwie sortieren? So. Ah, das kann man sogar hier nach Gewicht und alles sortieren. Das ist cool. 25. Gewicht. Auf jeden Fall ist ein bisschen was drin. So, da drin räumen wir auf jeden Fall auch irgendwann auf. Ich möchte euch hier draußen ein paar Lampen hinstellen, später mal. Ja. Eine Runde schlafen. So. Automatisches Speichern aktiv. Und da speichert er und speichert und speichert und speichert und es hat sich ausgespeichert. Weil ich auf Nummer sicher gehen will, speichern wir gleich nochmal. Zwar hier einmal den Autosave überschreiben. So. Okay. So. Gut, das war's, glaube ich, für heute erstmal. Für alle, die zugesehen haben, ein herzliches Dankeschön. Macht euch noch einen schönen Montag. Wie gesagt, schaut im News. Bei meinen News vorbei oder meinen Infos. Ich aktualisiere das mal immer. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Morgen früh geht's weiter. Ich schreibe das jetzt mal in die Info rein, ein paar Zeiten, damit ihr mal gucken könnt, wann es ist und nicht immer so willkürlich ist. Das wäre eventuell besser. Vielleicht bis bald. Vielleicht auch nicht. Das Wichtige ist, macht euch einen schönen Tag, bringt euch durch den Montag quasi. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.